Teile Ostdeutschlands sind überschwemmt von Crystal Meth. Es macht glücklich und hat einfach sehr viel Spaß damit. Die Anzahl der Konsumenten ist auch in kleinen Städten immens hoch. Ich habe es mal durchgerechnet, ich kenne eigentlich nur ganz, ganz wenige Personen, die nicht konsumieren. Über viele Monate treffe ich Abhängige, Therapeuten und Eltern. Dazu reise ich immer wieder in die Provinz, denn Crystal ist ganz besonders im ländlichen Raum und in kleineren Städten verbreitet. Nach 600 Metern an der Gabelung links halten. In der thüringischen Kleinstadt Kahler treffe ich zwei Jugendliche, 16 und 17 Jahre alt. Der eine möchte nicht erkannt werden. Der andere heißt Alex und ist zurzeit clean. Konsumiere kein Crystal mehr, so sagt er mir. Sein Kumpel bereitet Crystal für den Konsum vor. Er ist nicht nur Konsument, er dealt auch mit Drogen. Obwohl Alex das Abi und eine Ausbildung wegen Drogenmissbrauchs abbrechen musste, schwärmt er noch immer von der Aufputschdroge Crystal. Es macht glücklich, es macht extrem, man ist extrem konzentriert, man ist ausdauernd, man hat Motivation für alles zu tun, unendlich Energie. Warum nimmt man das hier in einer kleinen Stadt überhaupt? Ist es Langeweile, Tristesse? Kann man gar nicht mehr so genau sagen. Es ist halt einfach, kann sein, dass es schon Langeweile ist. Ja, es gibt halt wenige Freizeitangebote und man kann halt auch einfach einen ganzen Tag Drogen nehmen. Warum nicht? Es macht halt einfach keinen Unterschied, ob man in einer Kleinstadt oder in einer Großstadt lebt. In Kahler ist es so, dass man hier sehr leicht an Crystal kommt. Von daher macht es keinen Unterschied. Und ich komme in Kahler leichter an Crystal als in Jena. Also in der Kleinstadt mehr als in der Großstadt, kann man sogar sagen. Und sein Kumpel fügt hinzu, dass es auch mit dem Verkauf super klappt. Im Vergleich zu Cannabis bringt er Crystal deutlich schneller an den Mann. Ein Gramm Crystal wäre in 15 Minuten weg, behauptet er. Kahler, die Heimatstadt von Alex, hat knapp 7000 Einwohner, zwei weiterführende Schulen und eine bemerkenswerte Drohungsszene. Alex ist in behüteten Verhältnissen groß geworden. Beide Eltern arbeiten, verdienen gut und erfüllten Alex fast jeden Wunsch. Trotzdem gab es in seinem Leben eine Lehre, die ihn zu Drohung greifen ließ, wird er mir später berichten. Das ist alles hier Konsumgegenstände. Ich habe heute schon gekifft, aber leider zu wenig. Ich denke halt, dass Cannabis ein geringeres Schadenspotenzial hat als Alkohol. Und ich hatte ja meine schlimmsten Abstürze im Leben nur auf Alkohol, finde ich. Halt auf Crystal, das war halt auch schon ein ganz schöner Absturz, Scheiße zu bauen, einzubrechen und so. Aber mit Alkohol, das ist das Schlimmste, finde ich, von allen. Ich lag mal auf dem Schienen Silvester. Letztes Silvester lag ich auf dem Schienen mit dem Kopf. Einfach nur so. Scouty, da war ich. Ja, ich war schon zweimal im Krankenhaus wegen Alkoholvergiftung. Das Zeug ist ganz schön schlimm, muss ich sagen. Ja. Crystal ist besonders in den an Tschechien grenzenden Bundesländern weit verbreitet. Von dort bringen Kuriere den Stoff in nahezu jede mitteldeutsche Stadt, so auch nach Kahler. Jo. Ich habe ungefähr 5 bis 10 Telefonnummern im Handy, die ich anrufen könnte, um mir was zu besorgen. Bei mir war es so, ich habe zur BLF-Zeit, also quasi 10. Klasse-Prüfung, auch konsumiert. Also ich war auch auf Crystal zur Prüfung. Und ich war auch vorher, vor jeder Prüfung, ca. eine Nacht vorher wach. Obwohl Alex damals noch ein großer Fan der Droge Crystal ist, beobachtet er doch geistige und psychische Auswirkungen. Man merkt schon, dass man geistig nicht mehr so richtig fit ist und nicht mehr so gut im Rechnen ist und man weiß nicht mehr richtig, in welcher Reihenfolge man bestimmte Sachen machen muss. Man merkt auch, dass man körperlich nicht mehr ganz mitkommt und auch dann nicht mehr mithalten kann mit anderen. In Jena hat sich Kumpel L nach der Schule Crystal besorgt. Heute sind es nur 0,15 Gramm. Digga, das war ganz schön wenig, aber... Das will er später mit einer Freundin in Kahler durch die Nase ziehen, sich aufpushen vor einem weiteren langweiligen Abend in der Kleinstadt. Nach 600 Metern am Autobahnkreuz 24 Hilmsdorfer Kreuz hinein.
Eine weitere Verabredung. Im Herbst vor anderthalb Jahren möchte ich im thüringischen Stadtroda eine junge Frau treffen, die bereit ist, mir ihre Geschichte zu erzählen. Zu diesem Zeitpunkt wird sie hier behandelt in der Suchtabteilung der Asklepios-Klinik. In der Klinik darf ich nicht filmen, deshalb treffen wir uns außerhalb. Nicole ist 31 Jahre alt und hat durch Crystal-Missbrauch alles verloren. Arbeit, Wohnung, Führerschein und vor allem ihr Kind. Der springende Punkt ist jetzt gewesen, dass sie mir, wie gesagt, mein Kind halt genommen haben. Aber das war der Punkt, wo ich gesagt habe, nein, jetzt ist Ende. Jetzt mache ich nichts mehr, gar nichts mehr, nur mein Kind zuliebe. Weil der auch sehr, sehr darunter leidet, dass er nicht bei mir sein darf. Und er sagt auch immer ganz, ganz lieb und zärtlich, mein Zuhause ist da, wo meine Mama ist. Und das sind schon so Sätze, die geben einem auch richtig viel Kraft, um das alles durchzuhalten. Ja. Nicole kommt aus einem kleinen Dorf im Saale-Orla-Kreis. In ihrem Bekanntenkreis, Freundeskreis, wie viel konsumieren dort? Also ich sage jetzt mal von 20 Leuten, 15 auf alle Fälle. Also es ist schon echt übermäßig. Ich habe es mal durchgerechnet, ich kenne eigentlich nur ganz, ganz wenige Personen, die nicht konsumieren. Und das ist schon, also gerade auf den kleinen Dörfern, schon ein bisschen erschreckend eigentlich. Aber ich habe ja auch dazu gehört. Und ich bin auch unter Christel auch Auto gefahren und das war auch das Verhängnis, weshalb ich meinen Führerschein verloren habe. Aber ich bin trotzdem meiner Arbeit nachgegangen. Weil wie gesagt, Arbeit macht ja auch Leistungsdruck, Dreischichtsystem und Sonderschichten schieben. Also es gab auch 12 Tage, wo man komplett durchgearbeitet hat und da hat das Christel eigentlich ganz gut mitgeholfen. Nicole war in der Fabrik eines Autozulieferers beschäftigt. Jetzt will sie ihr altes Leben zurück, nach der Therapie. Nächste Station meiner Rundreise durch die kristallverseuchte mitteldeutsche Provinz ist Eisenach. Zwar keine Kleinstadt, aber mit rund 40.000 Einwohnern, weit entfernt vom Image eines Großstadtmolochs. Hier treffe ich Tobi, einen aufgekratzten Typen aus Ruhla. Zurzeit wohnt er bei einem Kumpel in Eisenach und kennt sich mit allem, was mit Drogen zu tun hat, gut aus. Wie teuer ist es denn hier? Ja, 100 Euro, also wenn du nur eins kaufst, ja. Wie weit kommt man mit einem Gramm? Sollte man eigentlich mindestens 2 Wochen kommen, denke ich halt, aber naja, eine Nacht, höchstens 2, 3. Ne? Also die Qualität hat sehr nachgelassen im Gegensatz zu 19, also 2000 rum. Früher war alles besser, auch die Drohung, meint Tobi. In diesem Haus ist der untergekommen. Er lädt mich zu einem Kaffee ein. Zu Hause eine Lüssige Kaffee, 100% Arabica. Das ist eine Bude hier. Ich muss uns hier das aufwaschen, siehst du es? Eine eigene Wohnung hat Tobi nicht. Er ist 37 Jahre alt, ohne Beruf und lebt von Hartz IV. Zentrale Themen seines Lebens sind Drohung, Sex und Partys. In der Crystal-Szene von Eisenach kennt man sich. Hier ist zum Beispiel ein Kumpel von mir, gell? Thomas, der ist jetzt hier vorne im Haus Clemens. Der war 4,5 Jahre weg. Haus Clemens ist ein Obdachlosenheim. Über Hilfen und Therapie macht man sich in der Szene eher lustig. Er hat gesagt, 100 Rückfälle hat er gehabt. Das war eine Bande. Wo kam der her? Der kommt hier von Eisenach. Das ist ein Kumpel von mir, bei dem habe ich auch noch da gewohnt. Wie viel kennen Sie, die Christin? Alle. Viele, einige. Von einigen denke ich selber manchmal gar nicht. Mit Schlips und Kragen. Ja, weit verbreitet hier. Ja, nicht nur hier, so wie ich das mitgekriegt habe. Also. Basti gehört die Wohnung. Er macht Musik und irgendwas mit Computern, erzählt er mir. Und dass er nachts arbeitet und lange fit bleiben muss. Dabei helfe Crystal. Tobias, was ist der Plan jetzt? Naja, erst mal ein bisschen Material holen, dachte ich, oder? Weil es wird langsam dunkel und wir wären müde. Mit Material meint Tobi also. Crystal. Ich fahre dahin, klingel, fahre wieder heim. Wie wenn du eine Pizza holst, oder? Zum Glück
Keine Ahnung. Und danach werde ich dann irgendwann, heute Abend gehe ich auf alle Fälle bumsen, will ich hoffen. Das muss ich. Ein bisschen Körpernähe und so. Ja, ja. So geht der Post jetzt. Ja, jetzt geht's wieder. Post. Die geht besser. Ich hab die mal. Hier, den lassen wir jetzt auffüllen. Den Beutel, den müssen wir auffüllen. Also, der ist leer. Wir bringen unser Beutel nämlich wieder mit. Das kostet ja nämlich auch Geld. Du brauchst Drogen, um irgendwie sexuelle Stimulanz zu haben. Ja, das, ja, auch mit. Aber klar, ja, ich kriege auch so eine Erregung halt. Aber es fördert das halt auf alle Fälle, ja. Gebe ich auch zu, ja. Also ich weiß nicht, kriegst keinen mehr hoch, da ist schon das Grundproblem Nummer eins, wenn du keinen mehr hochkriegst, wundert ab. Weißt du, ich will doch bumsen noch in meinem Leben, ich will doch nicht mit 37 keinen mehr hochkriegen. Entweder das oder das, nicht. Dann lieber doch einen hochkriegen, Thomas. Und meinetwegen 10 Jahre weniger gelebt, ey. Sagt Tobias und geht los, sich und den anderen die Spaßmacher zu kaufen. Weil in Eisenach Drohung zu besorgen ja so einfach wie Pizza kaufen sei, ist Tobias nach weniger als einer halben Stunde zurück. Die nimmst du, oder? Und so kommt der von sie und so. Ich hab's geschafft. Kryste ist ein Amphetamin, das aus einzelnen Bestandteilen von früher frei verkäuflichen Medikamenten herausgekocht wird. Die Drogenküchen stehen in Tschechien, Polen und in den Niederlanden. Dort erhöhen Ermittlungsbehörden den Fahndungsdruck. Das lässt auch in Deutschland die Preise steigen. In der Wohnung sind jetzt mit mir 5 Personen. 1, 2, 3, 4. Dass ich als Reporter mit der Kamera dabei bin, während sie illegale Drogen konsumieren, scheint sie nicht weiter zu stören. Nur einer der Männer möchte nicht gefilmt werden. Dann geht es ganz schnell und routiniert. Tobias zieht mit einem Röhrchen das Crystal ein. Ich will jetzt nicht sagen, mir geht's besser. Ich bin beruhigt auch höchstens. Nein, auch nicht. Wie viel waren das jetzt? Das war nicht viel, 20 Euro. Muss eigentlich auch reichen normalerweise. Später am Tag geht Tobias noch einmal los. Wir verabschieden uns voneinander. Dass er nur noch wenige Tage auf freiem Fuß sein wird, wissen wir beide da noch nicht. Okay, wir werden uns so bald nicht wiedersehen. Drogenmissbrauch ist ein Phänomen der Großstadt, glaubt man. Doch der Blick in den Kriminalitätsatlas von Thüringen zeigt etwas anderes. In 67 Dörfern, Klein- und Mittelstädten werden zum Teil deutlich mehr Rauschgiftstraftaten gezählt als im Thüringer Durchschnitt. Dies sind die Zahlen der Rauschgiftdelikte, jeweils hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. Die sogenannte Häufigkeitszahl. Dass das idyllische Städtchen Saalburg-Ebersdorf mit einer Häufigkeitszahl von fast 10.000 Rauschgiftvergehen an erster Stelle steht, hängt mit einem großen Musikevent zusammen. Das Sonne-Mond-Sterne-Festival. Es wurde alljährlich am Ufer dieses Stausees gefeiert. Und hier treffe ich auch Nicole wieder. Das Festival kennt sie. Es war eines der wenigen Highlights im eher tristen Alltag der jungen Mutter, wie sie mir erzählt. Nicole hat eine traurige Nachricht bekommen. Ihr Bruder ist mit gerade einmal 39 Jahren an den Folgen seines Drogenkonsums, Heroin und Crystal, gestorben. Ja, die Polizei ist zu meiner Mutter gekommen und hat gesagt, dass mein Bruder halt verstorben ist. Und ich habe das dann halt auch von der Polizei erfahren müssen, leider. Ich meine, man hört zwar von vielen Drogentoten, aber ich sag mal, wenn es in der eigenen Familie passiert, da ist das schon ein bisschen dramatischer, finde ich. Und das, wie gesagt, es schreckt ungemein ab, bei mir auf alle Fälle. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Ihren Sohn konnte sie kurz vor Weihnachten endlich wiedersehen. Also den Sonntag, den 1. Dezember, war ich schon bei meinem Sohnemann. Ich habe wieder ganz viele Fotos gemacht von meinem Kind. Und er hat mich auch wieder keine Sekunde losgelassen. Ihr Sohn ist seit Monaten in der Obhut des Jugendamts. Mir kommt es so rüber, dass das Jugendamt ganz weit über mir sitzt. Ich meine, ist klar, aber ich sag mal auch,
Gegenvorschläge von mir oder Einlenkungen von mir werden teilweise nicht berücksichtigt. Aber wie gesagt, man darf sich ja nicht, ich sag mal, aufregen darüber. Weil die sitzen ja, wie man so schön sagt, am längeren Hebel. Und wie gesagt, da spielt halt meine Angst wieder mit rein, wenn ich dann doch mich gegenstelle und sage, hier so oder so, dann habe ich halt wieder die Angst, dass sie halt dann sagen, okay, dann siehst du dein Kind erstmal gar nicht. Und deswegen lenke ich halt ein und sage, ist okay, so machen wir es, auch wenn es mir manchmal überhaupt nicht passt. Ne, es ist jetzt wie mit Weihnachten. Mein Kind wäre dann das einzigste Kind, was in der Einrichtung bleiben muss. Um ihr Kind zurückzubekommen, muss sie eine Suchttherapie machen. Doch wo? Nicole geht arbeiten und so kommt nur eine ambulante Therapie in Frage. In Thüringen gibt es ganze 4 solcher Einrichtungen. Für Nicole die nächstgelegene ambulante Therapie gäbe es in Jena. 2,5 Stunden Fahrt mit Bus und Bahn pro Strecke. Im Moment sei sie clean, sagt sie mir. In Erfurt bin ich mit Sebastian Weiske von der Landesstelle für Suchtfragen verabredet. Er bestätigt die Unterversorgung im Freistaat, speziell für kristallabhängige Frauen. Die Zeitstatistik habe ich nochmal für mich genommen. Und das Alter, weil das hatten Sie ja abgefragt. Ja, ja. Mit dem Durchschnittsalter bei Crystal-Meth-Abhängigen kann man so sagen, dass die Hochkonsumphase im Durchschnitt zwischen 18 und 35 liegt. Das heißt im Mittel so knapp 30 Jahre. Dementsprechend haben über 50% der uns bekannten Crystal-Meth-abhängigen Frauen Kinder in ihrem Haushalt mit drin. Und da ist natürlich dann ein großer Bedarf. Wie gehe ich um mit Crystal-Meth-abhängigen Müttern oder Eltern, die ein Kind im Haushalt haben? Und da haben wir in Thüringen ein Angebot, was eine Langzeittherapie, eine Entwöhnungsbehandlung anbietet. Was die Entgiftungssituation angeht mit Kind, ist nach meinem aktuellen Stand keine Klinik in Thüringen, die Mutter mit Kind in der Entgiftungsbehandlung aufnimmt. Es gibt eine unzureichende Therapielandschaft in Thüringen, lerne ich. Und dass der Trend sich verfestigt hat, wonach Crystal tatsächlich zunehmend in Kleinstädten und im ländlichen Raum konsumiert wird. Zurück in Kahla, dem Heimatort von Alex. Der 17-Jährige packt seine Sachen. Kürzlich stand er vor Gericht. Wegen Beschaffungskriminalität. Die Verhandlung war mit meinem damaligen noch besten Freund und noch einem Mittäter. Ja, und ich hatte zwar, also ich habe zwar die geringste Strafe bekommen, aber ich muss ein Jahr weg in eine Jugendhilfeeinrichtung und muss meine Sucht therapieren lassen. Also als Auflage vom Gericht. Na, Großer. Alex Vater ist ein vielbeschäftigter Unternehmer. Er macht sich Vorwürfe, zu wenig Zeit mit seinem Sohn verbracht zu haben, sieht aber auch Versäumnisse bei den Kommunen. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, auch mit Gesprächen mit anderen Eltern, es ist viel weggebrochen in den kleinen Städten. Die soziale Betreuung, was man früher halt Jugendclub genannt hat oder die Sportclubs, werden rarer. Bäder schließen, Kinos schließen. Aber wo soll man als Jugendlicher hin? Man will sich treffen, man will sich beschnuppern, man will sich testen. Wir haben ja auch drüber nachgedacht, was haben wir als Eltern falsch gemacht. Wenn man jeden Tag 1,5 Stunden seines Lebens auf Autobahnen und Zügen verbringt, um der Arbeit nachzugehen, dann fehlt uns auch diese Zeit für die Kinder. Das Pendel und der Zeitfaktor sind eins der Hauptprobleme, was den familiären Rahmen in Freizeitgestaltung oder irgendwas sprengt. Anfang des vergangenen Jahres bin ich wieder in Thüringen unterwegs und eigentlich mit ihm verabredet. Mit Tobias aus Rula. Doch der wurde überraschend verhaftet. In der JVA Tonna sitzt er eine Gefängnisstrafe ab. 4 Monate wegen eines geringfügigen Ladendiebstahls. Doch tatsächlich ist es ein sogenannter Bewährungswiderruf, wie er mir später schreibt. Eine ältere Haftstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt war, wird nach erneutem Diebstahl zur Haftstrafe umgewandelt. Corona-bedingt kann ich ihn nicht besuchen. Tobias schreibt mir viel. Er fragt, ob ich ihm Ritalin besorgen könne. Das würde ihm helfen, den Suchtdruck auszuhalten. Im November sehen wir uns wieder. Tobias ist jetzt in einer Klinik in Römhill zur Langzeittherapie. Er ist kräftiger geworden und lethargisch. Er bekommt Psychopharmaka.
Tobias, hi. Hallo. Wie geht's? Naja, schlechten Menschen geht's immer gut. Hast du damals schon mal gesagt? Ja. Ja. Wie bekommt ihr die Therapie? Wie gesagt, ich war vor 2 Jahren schon mal hier. Da war ein bisschen mehr mit Sport und so, da ging es mir besser eigentlich halt. Hast du Suchtdruck? Die erste Zeit ganz schön halt und jetzt im Moment eigentlich, wenn ich nicht drüber nachdenke, geht's. Also besser nicht drüber sprechen. So nach dem Motto, genau, ja. Wie viele Leute sind da in eurer Gruppe? Im Moment sind wir 5, also maximal 12. Das ist halt so eine Sache. Das ist eh eine große Klinik. Wir sind, glaube ich, bis 120 Mann da oben. Von den 120 Mann, wie viele sind Crystal-Konsumenten? Da oben relativ viele halt. Also ja, über 3/4. Also mindestens 3/4, schätze ich, ja. In der Klinik dürfen wir Corona-bedingt nicht filmen. Daher zeigt mir Tobias auf dem Handy, wie sein Zimmer aussieht. Glaubst du, du wirst es diesmal schaffen? 50-50. Dir fehlt noch die innere Motivation oder was? Auch, ja. Also, wie gesagt, der Antrieb, der fehlt mir halt, was ich so ausschlaggebend finde halt. Ja. Ich habe heute so nicht Bock so richtig. Was würdest du denn gerne machen? Also so jobmäßig beispielsweise, wenn du es dir aussuchen könntest. Du stellst mir wieder Fragen. Thomas, alles, ich weiß es nicht. Hauptsache, es macht Spaß. Kfz-Schlosser oder in der Gastronomie? Oder? In der Gastronomie glaube ich eher nicht. So. Irgendwas Handwerkliches in der Richtung. Ja. Später kehrt Tobias mit einem Arm voll Süßigkeiten in die Klinik zurück. Er ist jetzt 38 Jahre alt und hat noch immer keine Vorstellung davon, was er mit seinem Leben anfangen will. Spätherbst 2020. Endlich bin ich wieder auf dem Weg zu Alex. Wie ist es dem inzwischen 18-Jährigen in der Therapie ergangen? Corona-bedingt waren Besuche fast ein Jahr lang nicht möglich. Alex lebt jetzt hier im Sinntal im Bundesland Hessen. Dort gibt es eine der wenigen Suchttherapieeinrichtungen in Deutschland, die nur mit minderjährigen Abhängigen arbeiten. Der Trägerverein Parseval unterhält in Deutschland 5 solcher Therapieheime. Unter Corona-Bedingungen sehen wir uns wieder. Ich freue mich, dass er gesund und fit aussieht. Alex erklärt mir die Einrichtung, die seit einem Jahr sein Zuhause geworden ist. Es hat etwas von Jugendherberge. Auf dem weitläufigen Gelände gibt es Sporteinrichtungen, Werkstätten, Gärten und Gemeinschaftsräume. Alex zeigt mir sein Zimmer. Genau, das ist unser Jungsflur mit all unseren Zimmern. Und das ist das Zimmer von mir und von Julius, genau. Okay. Das ist dein Bett? Das ist mein Bett, genau. Ganz wichtig ist auch immer, dass das ordentlich ist, also dass man das Bett auch quasi macht und dass der Schrank auch ordentlich ist. Wird es kontrolliert? Ja, einmal am Tag, also so eher abends. Und das ist halt eine Regel und wenn man das halt nicht hinkriegt, dann sprechen wir da auch im Gruppengespräch drüber, also in einem Therapiegespräch und versuchen eine Lösung zu finden, weil es auch wichtig ist für spätere Leben, dass man einfach sich an Ordnung gewöhnt und einfach, dass die Wohnung jetzt nicht aussieht wie so ein Saustall, wie so eine ja, quasi Junkie-Höhle. In dieser Jugendtherapie gelten strenge Regeln. Handys sind verboten. Es gibt einen engen Tagesablauf. Schule, Sport, viel Bewegung im Freien oder Arbeitstherapien. Diese ATs sind vorgeschrieben. Nach der Arbeitstherapie treffen sich alle zur gemeinsamen Besprechung der sogenannten Reflexion. Saskia, über deinen Körper. Sinn dieser Reflexion ist es, zu erlernen, über jegliche Handlung nachzudenken und auch Gefühle zu äußern. Und Leonie, ich habe richtig deine Gesichtszüge in dieser 1,5 Stunden gesehen, wie sie sich verändern. Und wollte ich noch fragen, sind deine Kopfschmerzen immer noch so stark? Nee. Aha, frische Luft und Sonne tut doch gut.
Okay. Ich habe an der Mauer weiter Unkraut rausgezogen. Ja, und die fette Wurzel rausbekommen. Und dann am Ende muss ich noch so Zettel rausfüllen. Gibt's Feedback zu Janek? Ja, also nur positives Feedback. Also ich bin total erstaunt, wie gut du die Sachen da rausgekriegt hast. Und ich fand, du warst total aufmerksam dabei. Und ja, das einfach als Feedback weiter so. Okay, machen wir weiter. Alex, über deinen Vormittag. Also meine AT war gut. Ich habe draußen Laub gerecht und bin dann zum Einzel. Das hat mir sehr gefallen. Ich bin jetzt auch, habe jetzt auch das Gefühl, dass ich jetzt so weiß, wie ich jetzt die nächste Zeit so gestalten kann. Und bin gut an der Arbeit dran geblieben. Ja, bin ganz zufrieden damit. Okay, irgendwas schwierig gewesen? Nee. Fast alle diese Jugendlichen kommen aus Ostdeutschland und alle sind aufgrund von Drogenerfahrungen hier, weiß die Chefin der Einrichtung Christine Zeller zu berichten. Also viel Crystal, gerade so bei der jugendlichen Generation. Alkoholmissbrauch findet immer statt, auch als Kompensationsmittel. Aber ja, die letzten Jahre ist das schon das Crystal, was deutlich bei den meisten an erster Stelle ist als Hauptdroge. Nach Ansicht der Therapeuten im Sinntal ist die Drogensucht nachgeordnet. Vor der Sucht stehen meist andere Probleme. Bei Alex war es offenbar die Vereinsamung. Er hat es als Kind und in der Jugend nicht geschafft, so Freundschaften zu schließen und sich so im Sozialen gut aufgehoben zu fühlen, dass es ihm Sicherheit und genug Selbstwert gibt. Er hat sich dann solidarisiert mit Menschen, die erstmal so gegen das System sind und gegen Regeln, gegen gewisse Normen und hat er eben auch teilweise Langeweile ausgelebt. Das ist ja jemand, der gefordert werden will. Und er hat dem Letzten erst gesagt, eigentlich lerne ich das jetzt erst zu fühlen und klar zu denken, weil bevor ich hier war, habe ich Drogen genommen. Vor der Zeit hier war ich nur damit beschäftigt, mich zu wehren von Angriffen von außen, ne, im Sozialen. Er ist gar nicht zur Ruhe gekommen und er hat das Gefühl, jetzt ist er endlich an einem Punkt, wo er für sich ein bisschen rekapitulieren kann, wer bin ich eigentlich und wo will ich hin. In Jena habe ich eine Verabredung mit Alex' Vater. Er betreibt unter anderem diesen sehr angesagten Veranstaltungsort. Wegen Corona ist alles geschlossen. Er hat trotzdem viel um die Ohren. Zwei Unternehmen, Dutzende Angestellte. Hallo. Der eigene Sohn kam da manchmal zu kurz. Sicherlich ist Karriere gut, sicherlich ist Beruf gut, sicherlich ist auch Arbeit gut. Aber ein Maß zu finden, mit dem Kind auf Sorgen, Nöte und Fragen einzugehen. Wir haben im Zuge seiner Biografieaufarbeitung viele Gespräche gehabt. Was hat ihm gefehlt? Es hat ihm diese Nähe gefehlt, auch wenn wir geografisch ein bisschen auseinander waren. Aber ihm hat quasi auch dieses regelmäßige Zusammensein sehr gefehlt. Die Erkenntnis, die man eigentlich allen Eltern mitgeben muss, sich kümmern, ist das Wesentliche. Vernachlässigt man das, hat man auch ein bisschen, ein Stück weit die Kontrolle verloren. Alex' Vater fährt jetzt alle zwei Wochen in die Therapieeinrichtung so und verbringt dort viele Stunden mit seinem Sohn. Das ist mehr Zeit, als er in all den Jahren zuvor, als Alex in seiner Nähe war, mit ihm verbracht hatte. Therapie als Lernprozess für beide Seiten, den Jugendlichen und die Eltern. Alex hat nach einem Jahr ohne Drogen seine kognitiven Fähigkeiten wieder erlangt. Früher hatte er an Schacholympiaden teilgenommen, jetzt unterrichtet er hier Physik. Beobachtet nochmal. Lena? Okay, warum fallen denn eigentlich die Sachen auf den Boden? Also alle Sachen, die sich im freien Fall befinden und quasi in dem Schwerefeld der Erde sich befinden, fallen quasi Richtung Erdmittelpunkt. Warum fallen denn eigentlich Sachen Richtung Erdmittelpunkt, Janik? Anziehungskraft. Richtig. Ja, Alex ist auf einem guten Weg. Es gibt viele
Dinge, die für eine gute Prognose sprechen. Das Elternhaus, er hat einen Schulabschluss, er ist gebildet, er ist willensstark. Natürlich gibt es so eine gerichtliche Auflage und das war die Initialsituation, weshalb er hier war. Aber er hat sich von Anfang an bewusst entschieden, hierher zu kommen, obwohl er wusste, dass er hier viel mehr Einschränkungen hat als in einer anderen Einrichtung. Aber er wird Zeit brauchen. Und das ist die Frage, bekommt er die? Wird die Hilfe noch so lange bewilligt und will er das auch? Alex will. Er sagt mir, dass er im Sinntal zur Ruhe gekommen ist und dass er Ziele hat. Er will den Führerschein machen und eine Ausbildung zum Rettungssanitäter beginnen. Mir ist nach der Zeit klar geworden, dass einfach das Soziale einfach extrem wichtig ist. Und das ist ein Beruf mit Spannung und mit ganz viel Nähe zum Menschen und wirklich auch ganz viel Hilfe, genau da, wo sie gebraucht wird. Und das finde ich einfach unglaublich spannend und interessant. Alex hat Glück. Er war jung genug, als sein Ausstieg aus der Sucht begann und er hat mit seinen Eltern und Therapeuten ein Umfeld, das ihn gut begleitet. Anders als Nicole. Sie kämpft noch immer um ihr Kind. Die Dreharbeit mit uns hat sie abgebrochen. Und Tobias? Er ist noch immer zur Entwöhnung und soll jetzt auf die Rückkehr in ein normales Leben vorbereitet werden.